Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Die Szene der Rettungskapseln läuft. Alle Mark 8 Rettungskapseln einsatzbereit. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Gut, so geht's. Hier runter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sehr Menschen den Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Im Kampf läuft es nie so ab wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die Sie finden.
Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand. Waffe laden. Zielen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Wir müssen alle ausschalten, bevor wir weitermachen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, die mit Fleisch und Blut übergehen. Sie dran. An Wänden sind Sie schneller. Versuchen Sie es. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie fertig sind, haben Sie noch besonderes Wissen. Okay, nicht schlecht. Sind Sie fertig? Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Das wurde aber auch Zeit. Ich bin bereit. Guter Kampfgeist. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner, BT. Gott, klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur Zuschütze, fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel, da ist er. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen! Die töten uns! Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus Ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lasty Moser. Anderson. Wir sehen uns dann unten. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf.
Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beste Moser, Feind Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts!
BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf.